Oink Enterprise TV. Philosophie Channel. Folge 4. Willkommen seid ihr alle. Willkommen. Schriftdeutsch bitte. Einführung, ja. Was, das waren schon 30 Sekunden. Okay, diesmal ganz schnell. Die Zeit ist ja und so weiter eben schnell. Die anderen sind also die, die nicht so sind wie du, also nee, die nicht du bist, ja. Die anderen, die wichtig sind in erster Linie, sind die, die so anders sind wie du, also Menschen. Das war verwehrlich. Ich meine, die, die nicht du bist, aber so dir sehr ähnlich sind, genau. Menschen, sowas rum. Hm? Kompliziert, egal. Eben, schnell geht's halt einfach nicht gut. Deshalb scheiße ich, glaube, auf diese 2 Minuten Aufmerksamkeitsspanne eines heutigen Menschen. Und lass mir Zeit zu, worin ging's nochmal? Genau, die anderen. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema in meiner Philosophie. Beschreibt die, wie die Interaktion zwischen anderen, ja, die sich auch im Umfeld befinden, aber nie da, wo ich bin. So sieht eigentlich ist es, die anderen genau gleich sind von den Funktionalitäten her, ja, die sie zur Verfügung haben. Ja, um die anderen und sich selbst, mich selbst, also was mich eigentlich interessiert, ist ja mich selbst zu verstehen, brauche ich aber die Hilfe der anderen. Und ich stelle mich da gern als Maschinen dar, um von meinem Menschsein wegzukommen und so eine äußere Sicht drauf zu haben. Und dann wäre der Körper ja eigentlich all die Mechanik oder die Elektronik, alles was physikalisch wäre, und dann halt die Gedankenwelt und der Geist und die Seele und was auch immer da alles dazu gehört, wäre dann die Software. Ja, und dann gibt es da aber noch den Administrator, ja. Und ja, genau. Das bist du. So. Der Teil von dir, der glaubt, also das Gefühl erzeugt, das du hast, wenn du operierst. Und das tust du, bis du stirbst. Genau, eine Maschine. Das klingt jetzt unromantisch, ich weiß, aber es geht ja nicht um Romantik, es geht um Philosophie. Also das, ich sage damit auch nicht, dass wir Maschinen sind. Sind wir ja nicht, wir sind ja Menschen. Es geht nur darum, ein Gedankenmodell zu. Wie sagt man, wie auch immer, wie wisst ihr, was ich meine. Darum geht's. Um was ich meine, was ihr meint, was ich meine. Ich schweife ab, egal. So, das war jetzt ein bisschen was über sich selbst, ja. Ja, Hardware, Software und Administratorkonto. Und dann die anderen, die haben eben genau dasselbe, ja, Hardware, Software und Administratorkonto, ja, das hat jeder Mensch, da sind wir uns alle absolut gleich auf dieser Ebene. Das Ding ist nur dann die Programmation, ja, die ist zum Teil automatisch und zum Teil selbst geschrieben und von äußeren Faktoren, also sprich vom Umfeld abhängig. Und Und das bringt alle zu einer Einzigartigkeit, ja, die sie einzigartig machen. Und Einzigartigkeit bedeutet nicht Kompatibilität, ja, unbedingt. Das beschreibt also mich und die anderen, ja. Und wir interagieren, ja, über alle unsere Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, ja. Alle, die wir kennen und alle, die wir nicht kennen.
Und vieles da passiert eben automatisch, eigentlich das meiste. Und das andere beobachten wir eigentlich nur, ja. Und auch in kleineren Systemen finden wir dieses wieder von sich selbst beobachten. Als Mensch haben wir diese Fähigkeit zur Selbstanalyse, ja, das Analyse-Tool, ja. Das kriegen die auf dem Computer auch hin, ja, dieses Software-Analyse-Tool, ja, und finden die was, es funktioniert trotzdem nicht. Das haben wir auch, ja. Wir können also auf uns selbst beobachten. Wie wir als Teil vom Ganzen, aber eben nie das Ganze als sich beobachten können. Können wir das bei uns auch nicht. Wir können uns also durch Reflexion eigentlich beobachten, aber halt immer nur ein Teil von uns, ja. Also selbst wenn wir uns beobachten, immer nur ein Aspekt von uns, ja, weil wir als uns selbst nie ganz wahrnehmen können. Ja, abgeleitet von dieser schönen Theorie in Folge 3, glaube ich. Ja. So viel zum Thema, was bin ich und was sind die anderen. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich kürzer gewesen als letztes Mal. Toll, ja. Vielen Dank für eure zärtliche Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal bei Oink Enterprise TV Philosophie Channel.